Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Ich hab's. Aber... Sie. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Ich brauche Hilfe. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Ja.
läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Ich glaube, er versucht wegzulaufen. Hilf mir mal, der Jedi! Vorsicht, er ist schnell! Er war zu schnell für mich. Ja! Ja, das hab ich verbockt. Nimm das! Kämpf mit uns, du Feigling! Pass auf, wo ihr hintretet! Das ist ein Schlag für die Moral! Ich brauch Verstärkung! Jetzt sind wir alleine, Jedi! Du kannst nicht vor uns weglaufen! Nichts als heiße Luft! Kannst du mir bitte helfen? Gute Aktion, BD. Irgendwas findet man immer. Hey, BD, hier drin. Zeig mal, was du gefunden hast. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend.
Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Ich könnte einen Stim gebrauchen. Wie kommst du denn hierher? Alter Seppo. Er war Teil der Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war.
Ich brauche Hilfe. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bora soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Darf ich... Jedi Abschaum. Du besiegst mich nicht. Verräter, hör auf wegzuhören. Stirb, verdammtes Ding. Ich werde dich vernichten. Du solltest mich fürchten. Zu langsam. Stirb wie die anderen. Ich habe das Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Ist egal, was du stiehlst. Schon. Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein.
Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Wir haben hier einen Aufständischen. Ich kann einfach keinen ordentlichen Treffer landen. Komm schon, auf ihn! Schießt auf das Ziel. Erledigt ihn. Ganz ruhig. Kein Rückzug, bleibt an ihm dran. Er hat einen von uns erwischt. Er darf nicht entkommen. Ziel ist extrem mobil. Wir werden euch alle aufstöbern. Bringt es zu Ende. Also gut, bringen wir es zu Ende. Ich werde dich besiegen. Leichter Schaden. Er ist wendig. Diesmal wirst du nicht ausweichen. Geblockt. Nicht schlecht. Padawan, wo ist die Macht? Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen, isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum und dann rufe deine Waffe. Die Macht ist in dir, um dich herum, verbindet dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Ja, ich glaube schon. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Hab's gehört. Ich wette, er haut ab. Hier sind die
Das nimmt kein gutes Ende. Passt auf, wo ihr hintretet. Jemand eine Pause. Richtet den Eindringling hin. Er weicht aus. Gib's ihn an, schnell! Erlebe die Stärke des Imperiums. Du solltest mich fürchten. Verfolgte Verräter! Nur die Starken überleben. Du stinkst nach Schwäche. Greift an, ihr Feiglinge! Zurück! Du wirst mir nicht entkommen! Du solltest mich fürchten!
ein Opfer für den hier begrabenen Weiß. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Stimmt so, BD. Thank you.
Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiter forschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium? Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen.